Hi miteinander und willkommen zurück zu Alarm für Cobra 11. Wir haben in der letzten Folge Tag 4 abgeschlossen und kommen nun zu Tag 5. Und haben da ganze Reihe an Missionen zur Auswahl. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der obersten an und arbeiten uns systematisch noch nach vor, also nach unten durch. Und ich habe eigentlich mit dem anderen Autofahrer wählen. Egal, jetzt habe ich schon das genommen. Naja. Die Verstärkung. Mal sehen, was uns da erwartet. Man sieht rechts oben, dass das Handy an ist. Das heißt, man wird es sicherlich gleich angerufen. Hallo Leute, ich habe einen wusste ich's doch. Der Krisenstab der Konferenz hat eine Erhöhung der Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet. Der Bund schickt weitere Panzerfahrzeuge, die gleich am Bahnhof eintreffen. Die Route zum Tagungshotel führt über die Autobahn. Das fällt in unsere Zuständigkeit. Ihr sollt den Konvoi begleiten. Okay, Hotte. Hotte? Ja? Das ist doch eigentlich euer Job, oder? Entschuldigt, ja. Dieter und ich hatten gerade noch eine Pizza bestellt, als die Chefin ankam. Die wird sonst kalt. Ihr habt was gut, Leute. Ja, eigentlich hätte ich den ja jetzt nicht annehmen, wenn das so faul ist, aber... sind wir mal großzügig. Okay, wir müssen wahrscheinlich zum Bohrhof fahren, deshalb habe ich auch schon die Richtung eingeschlagen. Und, ja. Während wir fahren, kann ich mal sagen, dass gestern ein Video zu Next Car Game Wreckfest gekommen ist. Da geht's noch crashiger zu als in Cobra 11, weil das ist einfach drauf ausgelegt, dass man sich kaputt fährt. Also wem das daheim noch nicht genug Schrott ist, den ich produziere, der kann mal Wreckfest angucken. Und warum ich es eigentlich ausspreche, ist, weil ich da einfach so doof war. Da hat man auswählen können, was man für eine Rennstrecke will und... Oh, da haben wir gleich mal alle Sterne verloren. Außer ein. Wow. Moment, ist das super gemacht. Hopp. Jetzt haben wir unser letztes Stern auch noch verloren. Ja, danke, du Auto, du. Was habe ich sagen wollen? Ach so, ja. Da hat man Strecke auswählen können und pro Strecke... war ein Spielmodus verfügbar oder mehrere, je nachdem. Aber ich bin nicht auf die Idee gekommen. Ich habe immer überall probiert, den Spielmodus umzustellen. Es hat nicht funktioniert. Also habe ich gedacht, oh, dann gibt es den Spielmodus nicht mehr. Oder gerade zur Zeit nicht oder so, weil das ist ja nur in der Entwicklung des Spiels. Ja, ja. Und ich bin aber nicht auf die Idee gekommen, dass ich erst Karte ändere und dass ich dann in der Karte einen neuen Spielmodus auswählen kann. Da bin ich nicht drauf gekommen. Deshalb kommt vielleicht auch demnächst nochmal ein Video, wo ich noch Deathmatch-Zeit. Semir, ich habe gerade mit dem Operationsleiter gesprochen. War ja. Eine Panzerbesatzung fehlt. Er meint, wir sollen den Panzer fahren. Na, du bist doch schon mal im Panzer gefahren, oder? Ja, nervt auch langsam. Das ist schon der dritte Teil der Spielserie, in dem ich die Leute von Zenetik in den Panzer fahren lasse. Aller guten Dinge sind drei. Sag ihm, dass das klar geht. Wir fahren ganz am Ende der Kolonne. Hoppla, ja, wir schieben schon mal die auch. Weil wir einfach schneller sind. Achso, wir müssen Abstand einhalten. Na gut. Ja, ja, fahren wir mit der Panzer. Diesmal nicht irgendwie Offroad. Ich weiß nur, in Crash Time ist man schön auf so einer Militärbasis rumgefahren. Gibt's auch ein Video dazu, gell? Ja, ja. Da fahren wir halt durch die Stadt. Da kann man auch viel kaputt machen. Bin mir nicht mal der Limit. Das heißt, ich fahre ja mal alles zu Schrott, was mir in die Quere kommt. Man kann auch einfach Autos rammen. Obwohl ich jetzt nicht zu viel riskieren will. Nicht, dass ich über 100 Meter weit nach hinten falle. Ah, mehr Nitro. Das ist wichtig, dass man Nitro hat und es weiß. Rote Ampel ist egal, weil wir in den Panzer. Die Ampel ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr... Ich kann nicht mehr fahren. Oh, ich habe eine Lichtfasssäule vor mir hergeschoben und jetzt habe ich das Spiel verloren wegen der Lichtfasssäule. Ah, nee, doch nicht. Zum Glück habe ich abkürzen können. Na, jetzt habe ich es verloren. Ja, okay, vorbei. Starten wir halt neu. Danke. Komm, wir fahren jetzt einfach vorne draus. Es geht ja nur um den letzten. Ich weiß ja schon, wo der noch will, also kann ich auch vorne draus fahren. Aber nur 100 Meter. Halt. So, Adele. Ja, fahren wir halt nur mit dem Panzer durch Köln. Nee, ich weiß nicht, was das für Stadt ist.
Oh, ist der Zug laut. Im nachfolgenden Teil, in Cobra 11 das Syndikat, fährt man tatsächlich in Köln rum. Das ist vielleicht ganz interessant. Da gibt's den Dom und die ganze Sache. Also natürlich nur nachgebaut, aber man erkennt's. Ich war noch nie in Köln, aber so manche Stelle erkennt man trotzdem wieder von irgendwelche Bilder oder so oder Videos oder Filme oder wie auch immer. Werde ich bestimmt auch mal noch irgendwann spielen, der nächste Teil. Obla! Oi. So, da ist ja wieder unser Kamerad. Den düsen wir hinterher. Komm, wir schieben einmal, okay? Oder habe ich dann verloren? Nee, habe ich nicht. Gut. So. Was ist denn das für Auto eigentlich? Ich fass es nicht. Wer ist denn bitte so bescheuert und greift eine Panzerkolonne an? Das sind Kamikaze-Fahrer, die haben vermutlich noch Sprengstoff im Wagen. Wir müssen uns vorsehen. Wenn uns Tatsache. Einfällt, dann gehen wir mit in den nur mal so, der ist uns gerade ein Eigfahrer und müssen nicht mit in die Luft gehen. Also so schlimm kann es ja nicht sein. Oh, da fliegen Autos durch Gegend. Egal. Pum, pum, pam. Oh, das Verkehrsschild. Das liegt da drüber, da kann man gute Gegend fahren. Wir müssen früher viel Splitscreen fahren. Also gegeneinander halt. Und nee, ich verliere doch nicht schon wieder. Es gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht sein. So unkonzentriert kann doch kein Mensch sein. Ich habe keine Lust auf die Mission. Ich habe einfach gar keine Lust, dass so langsam rumzutuckern. Meine Herren, sei leise und lass mich. Ich sag jetzt gar nichts und spul das ganz schnell vor mir, sehen uns sofort wieder. Das gibt's gar nicht, was ist denn das für ein Witz? Die nervigste Mission auf... ever. Die nervigste Mission... Was war jetzt? Jetzt war ich zu lang nah dran. Na, also gut, wir machen es nochmal die Mission. Fahr jetzt, gib Gas, Mann. Das nervt mich echt. Wenn Spiele zu dumm sind. Ja, ich bin zu schnell. Komm, wir machen die Mission einfach nochmal. Was ist das eigentlich, Mann? Semir. Gib jetzt Gas. Mir geht es alles zu langsam. Ich will Rennspiel spielen und kein Busfahrersimulator mit Panzer oder sowas. Jetzt machen wir als erstes mal... Nee, nicht Karte, sondern das Geblinke aus. Das geht ja mir auf Nerven. Dummer Panzer. So. Jetzt habe ich sie gäbe. Ja, der randaliert aber auch. Bin mal gespannt, was passiert, wenn wir die Mission ein bisschen kaputt machen. Indem wir jetzt den einen immer ein bisschen massakrieren. Vielleicht ist dann mit dem Anschlag was anders. Oh, jetzt ist auf meinem Schreibtisch alles umgefallen. So, der Hanne ist wieder unser Angreifer. So bescheuert und greift eine Panzerkolonne an. Das sind Kamikaze-Fahrer, die haben vermutlich noch Sprengstoff im Wagen. Boom. Wir müssen uns vorsehen. Wenn uns einer reinfährt, dann gehen wir mit in die Luft. Ich fass es nicht. Oh, das war richtig knapp. Ich habe schon 0, was weiß ich, wie viel Sekunde gesehen. Nur weil sich die kleine Autole immer unter ihm verkeile. Mann, okay, jetzt sind wir ja wieder da, wo wir vorhin waren fast, weil da steht das Schild. Das fahre ich wieder um. Und ich bin Snake dran, ne? Hey, die Mission ist richtig nervig. Das muss ich einfach mal sagen. Es macht überhaupt keinen Spaß, da rum zum Fahren. Es macht Witten auch keinen Spaß zuzugucken. Richtig langweilig. La, ich habe einen Panzer. Der hat nicht mal ein Rohr vorne dran zum Schießen. Genau, Panzer. Genau, so ein kleiner Mülleimer mit Laternenmast. Der dich da ins Stocken bringt, ja. Den alle ihr Parkgeld nicht zahlt, deshalb fahre ich alle Parkuhren um. Oh, da kommt wieder einer. Tschüss.
Was ist eigentlich, wenn ich den nicht vorbeilasse? Dann explodiere ich. Was? Ich bin doch beim ersten auch nicht explodiert. Das kann doch nicht sein. Mal ganz ehrlich. Ich hab keinen Bock mehr. Ich mach jetzt Dinschpause. Tschüss. Machen wir anders mal halt wieder weiter. Ist so ein Schrott. Macht's gut und tschüss. So simpel wie's ist. Wenn's nicht schafft, mach es anders mal. Ciao. Tschüss.